Kinders! Was geht denn bei euch ab, Junge, hä? Dummnödel Challenge. Wenn ich verliere, muss ich einen Löffel Pfeffer essen. Und ich weiß, ihr schreit die ganze Zeit nach am Gustl. Ich kann nicht leiden. Ich sag's ganz offen und ehrlich, ich kann nicht leiden. Aber okay. Ich dachte mir, komm, er spielt jetzt hier für euch diese Dummnödel Challenge. Also für mich spielt er das. Wenn er verliert, muss ich einen Löffel Pfeffer essen. Er muss erstmal drei Leute knifen, bevor er spielen darf. Handicap, los geht's! Gustl! Ey! Hallo, Kinders. Ich sag das jetzt auch einfach, ich guck mir das einfach ab bei dem da. Ich bin's der Henny, also Gustl. Ich soll ja gewinnen, sonst muss der Dummbablack Ding essen. Ihr wisst schon, gell? Er muss irgendwas essen, muss er. Und wisst ihr was? Soll er grad mal, der Vollidiot. Ich geh jetzt einfach in den Ofen rein. Die sollen mich ruhig mal kaputt schießen. Guck jetzt, mach doch! Jetzt geh ich rutschen, sag mal jetzt. Geh mal zur Seite. Hey, ich bin zuerst dran. Man geht nicht die Rutsche hoch. Das hat mir meine Mutter gesagt. Wenn du in der rutscht und du guckst nicht und der überrutscht dich. Hey! Ich weiß genau, dass man nicht die Rutsche hochgeht. Ah, das ist sogar ein kaputte Rutsch. Wer war das? Ey, warte mal. Warte mal. Ob der nächsten auch Marihuana-Pflanze. Mit etwas Glück können wir ein Pokémon finden vielleicht. Hallo? Nee? Nee, da ist keins drin. Aber da haben sie sich den Entwickler halt auch mal gehen lassen, nicht? Dass sie so ein Feature vergessen? Also, das kann ich nicht verstehen. Aber zumindest gemacht. Na klar, daran haben sie gedacht, ne? An so unwichtige Geschichte. Guck mal, die Pflanze, die verdrickelt doch. Die ist doch am Verdrickeln. Ist doch keiner da, der mal ein bisschen gießt oder so. Ah, das finde ich wirklich dreist. Was sind das da für Bilder oder was? Irgendwelche Stroße. Das ist mal sowas von egal, ist das? Das ist doch phänetisch, oder? Ist das phänetisch? Kann ich dich mal streicheln? Nee, ich mach's nicht. Das tut mir aber so der schöne Scheiß. Pfeffer ist er da. Ich weiß doch, ihr wollt es sehen. An so Sachen denken sie wirklich, an Waschutensilien. Aber die Pokémon im Gras, die vergessen sie. Aber was ist denn das für ein schönes Bild? Das werde ich gerade mal unten im Gang aufhängen. Und seit wann steht denn die Heizung da bitte schön im Kleiderschrank drin, hä? Was für ein Architekt war denn das, wech? Das war ein ganz schlechter Architekt, wech? Das war ein Architekt. Tja, Dummbabla! Weil immer so gemein sind wir, jetzt kriegt das gerade jetzt mal. Ich hab ihm gesagt, irgendwann passiert's. Irgendwann passiert's halt mal. Jetzt ist es soweit. Das ist mein Revenge. So, du Vollidiot! Kannst gerade deinen scheiß Pfeffer fressen! Ich geh schnell auf, bevor er mich schlägt, gell? Daumen nach oben geben für die geile Aktion, glaube ich. Der muss richtig schön den Pfeffer fressen mit einem großen Löffel. Das drücke ich immer, weil ich nicht fress. Hallo, macht's gut, gell? Tschüss!